Die wird jetzt gleich abbrechen. Guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen zum Tag Nummer 4 von unserer Spezial-Abo-Woche. Guten Morgen miteinander. Hallo. Heute ist wieder super tolles Wetter. Man könnte es nicht besser haben. So, was hast du hier Schönes? Das ist die Seilwinde. Mit dieser Seilwinde gehen wir heute die Rebenhauser Eisen, die noch hier im Höppler hinten rumstehen. Und, die armen Reben. Ja, die kommen jetzt weg. Aus die Maus, ausgerissen. Und was, wir haben ganz, ganz aufmerksam jetzt Zuschauer. Oh ja. Wir haben noch was zu tun. Ja. Wir haben einen Tipp bekommen. Raffi, unser Zuschauer, etwas entdeckt, nämlich das hier. Ja, das ist. Es ist so, oder? Es ist immer so dreckig dort. Und dann haben wir natürlich den Kleber noch nicht aufgeklebt. Den haben wir schon lange, ja, Priska. Den haben wir schon sehr lange. Der liegt schon lange irgendwo rum. Genau. So, jetzt abkratzen. Wieder eine neue Vignette drauf. Ich hätte es einfach drüber geklebt. Die muss nur ein Jahr halten. Ja, das ist egal. Ordnung muss sein. Was machst du heute nach Priska? Ich werde noch die Tiere füttern und dann noch ein bisschen etikettieren. Ja, also ich gehe die Reben ausreißen. Heute an zwei, drei Orten, denn ich gehe noch ein bisschen an meinem Winzerkollegen Peter Stucke helfen. Und wir machen ein bisschen hin und her. Und ja, einfach, ja, wir gehen jetzt einfach mal los. Wir gehen noch die Tiere füttern. Komm, Fridolin! Die Hühner warten auch schon ganz ungeduldig, bis sie rauskommen. Sind auch schön gewachsen. Die haben richtig tolles Futter hier und wir geben ihnen zwischendurch mal ein bisschen Maiswürfel und da kommen sie immer wieder blitzen. Die Tiere sind jetzt versorgt. Jetzt muss ich mich leider von der schönen Sonne verabschieden, denn ich gehe noch ein bisschen etikettieren und das ist ja schon wieder drin, aber am Nachmittag wird es spannend, da könnt ihr euch freuen. Auslese. Jetzt haben wir gerade Andi angerufen und jetzt gehen wir schauen, was er mit Peter Stucki im Höppler macht. Denn sie sollen ja die Reben ausreißen. Mal schauen, wie weit sie sind. Das läuft ja wie geschmiert. Geht's bei euch? Ja, wunderbar. Der letzte Stopp hier. Super. Ja, wunderbar. Peter, komm. Ich möchte euch jemand vorstellen. Das ist
Peter Stuckil, das Tüfe, hä? Weinbauer auch. Ja. Ein sehr guter Freund der Familie. Und heute machen wir ein bisschen. Ich habe ihm ein bisschen geholfen. Wir zusammen beten. Ja. Er hat eine richtig gute Philosophie. Also wir zusammen machen sehr viel miteinander. Genau. Immer hin und her. Und einmal werden wir seinen Kellen probieren, durchprobieren. Das habe ich heute getan. Haben wir heute beschlossen, genau. Zweimal rum, damit er sich ein bisschen verhakt. Und dann zeige ich am Andi an, dass er ziehen soll. Ja, der ist jetzt nicht schön gekommen. Normalerweise sollten wir, dass es auf die Wurzel rauskommt. Die alten Reben, die sind zum Teil halt sehr schwach unten. So, das ist eine, die ist schön rausgekommen. Ja. Wow. Hier sieht man übrigens die Veredelungsstelle. Und die Wurzeln, da sieht man auch, wie wenig Wurzel eigentlich so ein altes Teil hat, oder? Die wird jetzt gleich abbrechen. Ja, halt. Sieht man, oder? Da die Veredelungsstelle, da ist noch alles durchflossen. Wenn ich jetzt hier aufsägen würde, man sieht, hier ist alles trocken. Also es lebt nur noch die Hälfte der Rebe, tatsächlich. Das kommt vom Schnitt, oder? Hier hat man viel große Schnitte gemacht und dann stirbt die ganze Rebe bis unten durch. So haben wir den oben. Gut, super. Danke dir vielmals. Ciao, tschüss. Die Pfosten sind abgeholt worden. Jetzt geht's weiter mit Ausreißen. Schau mal, das große Schlachtfeld, das wir gemacht haben. Ja, ganz schlimm, alles tote Reben. Ein guter. Also, danke vielmals, Peter. So, ich bis danke zum dir. Nächsten Mal. Tschüss.